jetzt hier im Sardenhaus im Münchner Westpark in der Ausstellung Art ist In von Elisabeth Sorger und ich werde Sie jetzt gleich fragen zu ein paar Themen, die mich interessieren. Liebe Elisabeth, wie bist du zur Malerei gekommen? Ich denke mir, die Malerei ist zu mir gekommen, als ich geboren bin. Ich glaube, diese Lust, diese Freude an Zeichnen, an Malen, das kam zu mir schon als ganz kleines Kind. Und wenn man als Dreikäsekoch mich gefragt hat, was möchtest du klein Mädchen werden, ich wollte immer Künstlerin werden. Und der Wunsch hat sich realisiert, wie ich hier sehe. Arbeitest du auch in anderen Techniken außer Aquarell und Öl? Was magst du, in welchen Techniken liebst du, bevorzugst du? Es ist so, ich war viele, viele Jahre nur im Nebenberuf Künstlerin. Das heißt, ich bin Informatikerin, Mathematikerin und mein Brot habe ich über 40 Jahre in der EDV verdient. Und jetzt seit 2 Jahren habe ich dieses fantastische Erlebnis, das fantastische Gefühl, dass ich hauptberuflich Künstlerin sein darf. Natürlich, bedeutet nicht, dass ich jetzt anfange, einfach meinen Pinsel oder meinen Bleistift zu benutzen, sondern ich habe schon als junges Mädchen Tempera und Öl gemalt und gezeichnet. Das war der erste Zeichnen. Ja. Und vor etwa, das dürfte schon 25 Jahre her, habe ich mit Aquarell angefangen. Ah ja, du hast wunderschöne Aquarellarbeiten, die ich hier sehe. Es ist schon eine langjährige Erfahrung, was dahinter steht. Ja. Und das war am Anfang gar nicht so einfach, obwohl das so locker und einfach aussieht, von der Öltechnik auf diese Aquarell zu umsteigen. Und wenn ich jetzt male, kann ich auch nicht mal ein Ölbild und ein Aquarellbild, sondern sind Etappen. Ja. Male ich nur Aquarell und dann andere Etappe, wo ich nur Ölbilder male. Was ist denn deine nächste Etappe? Eher Öl oder eher Aquarell? Die nächste Etappe wird jetzt Öl sein. Wird Öl sein? Ja, dieses Jahr habe ich sehr wenig Öl gemalt, weil das sehr zeitaufwendig ist. Und ich habe heuer, es hat sich so ergeben, wegen einiger Umständlichkeiten, dass ich Aquarellbilder gemalt habe und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Ölbild und die sind schon in meinem Kopf. Ich kann kaum erwarten, dass ich da wieder male. Hängt das mit deiner Japanreise zusammen, dass du da Motive in Öl umsetzt oder hast du anderes im Kopf? Die Japan-Bilder, vielleicht werde ich die auch umsetzen. Ja, ich möchte jetzt ein paar schöne Landschaften malen und dann kann ich das, vielleicht das Allernächste, was ich malen werde, das ist für meine nächste Ausstellung und zwar in Ungarn. Ich bin seit 1960 in ein klein verschlafenes Dörfchen, ein süßes Dörfchen am Plattensee, Balatonvakaratja, und dort werde ich das zweite Mal eine Ausstellung malen. Und wie das Schicksal das will, du hast jetzt nicht gefragt, aber ich war in Siebenbürgen. Ja. Und dort in Marosvásárhely bin ich in eine Galerie reingegangen. Und dort habe ich von 1886 gemaltes Bild über unsere Balatonakaratja. Ich habe das fotografiert und für meine Ausstellung als Kopie selbstverständlich. Ich möchte das Bild malen und vielleicht dort der Bürgermeisterschaft schenken. Ach, das ist aber immer schön. Eine Spende macht immer Freude. Also ja. Ich bedanke mich herzlich für das schöne Interview und dass du meine Fragen so gut beantworten konntest. Herzlichen Dank, dass du mich gefragt hast.